Bob, der Bau. Nee, Mann. Schmarrn. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Bausimulator oder Bob-Simulator, so wie ich es jetzt heute einfach mal nenne. Und zwar heute weiß ich gar nicht, was wir machen, aber wir sind mit diesem tollen Fahrzeug hier vor Ort und sollen irgendwas machen. Ach ja, wir sind bei Joe, den wir schon sehr lange kennen. Ja, ja. So. Steig mal aus. Kleine Maus. Nee, nicht Auto an. Aussteigen. Das ist das Schlimme, wenn alles eine Taste hat. So, okay. Hallo. Der alte Joe möchte, dass wir seinen Vorplatz hier ein bisschen aufhübschen. Das sollte kein Problem sein. Denke ich auch. Außerdem wünscht sich Joe einen neuen Schriftzug auf dem Dach seines Motels, der vom Highway aus gut zu erkennen ist. Es gibt da ein Hotel in der Stadt, das kurz vor dem Abriss steht. Die Leuchtschrift auf dem Dach konnte Joe, der alte Fuchs, günstig erstehen. Ja. Und ein Kranfahrer von der gegenüberliegenden Baustelle ist mir noch einen Gefallen schuldig. Du solltest später dort die alten Leuchtbuchstaben abholen. Aber als erstes kümmern wir uns um den Vorplatz. Dafür habe ich eine Walze für dich bereitgestellt. Also, steig ein und dann wird verdichtet. Sag mal, hat der einen Gips am Arm oder so, weil der immer in derselben Pose dasteht? Naja, gut, okay. Wow, Moment mal, wir hatten den da rübergefahren. Was ist denn da jetzt los? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Ist ja krass, ne? Was für Zufälle es gibt, ja? Ein Motel wird abgerissen, da kann er die neue Leuchtschrifttafel abkriegen. Die hat er günstig dort kaufen können. Krass. Und der Typ hier gegenüber von der anderen Baustelle dort, der hat zufälligerweise einen Kran gerade da stehen, mit dem wir dann die Leuchtschrifttafel holen können. Und ach, die Planierraupe steht auch noch hier. Ha, wie schön. So läuft's. Das ist echt wie bei Bob der Baumeister. Das läuft. So, ja, auf jeden Fall sollen wir hier verdichten. Dichten? Verdichten? Ist das dasselbe, oder? Dichten? Verdichten? Auf jeden Fall nicht Shakespeare. So, und wir fangen einfach mal an. Oh, schön. Lass uns dichten. Kies dichten. Verdichten. Ja, wir haben hier eine Knicklenkung. Schön, ne? Einfach drüber rollen, oder? Boah. Hört ihr das? Mache ich irgendwas falsch? Das verdichtet nicht. Verdichten. Ah, okay. Also man muss echt sagen, die Sounds sind echt sensationell. Also wirklich. Ich fühle mich echt wie auf einer Baustelle. Boah, das ist hier. Der schaut euch das mal an. So, aber nicht eine Taste dafür? Egal, wir dichten auch außerhalb. Ah, okay. Hat jetzt automatisch abgeschalten, als ich aus dem Bereich raus bin, wo ich dichten darf. Habe ich eigentlich vorhin gesagt, dass das eine Planierraupe ist? Hab ich, ne? Bob, der Baumeister. Er kann auch dichten. Bob, der Baumeister. Ist der neue Shakespeare. Schau mal, wir haben hier draußen tatsächlich auch verdichtet. Das ist lustig.
Weil er zu spät gecheckt hat, dass wir nicht mehr in dem Bereich drin sind. Diese Musik echt. Entspannend. Eigentlich, während wir fahren, in Fotomodus gehen? Ah ja, tatsächlich, ich glaube, der macht, also der slowt den, das Fahrzeug, oder? Ja, genau. Ah, aber... Fotomodus geht nicht, während man fährt. Nee, schade. So, da sieht doch der alte Platz gleich viel besser aus, ne? Mann, wenn der nicht uns hätte. Die letzten paar Quadratmeter gingen jetzt ziemlich schnell. So. Zum Abschalten Döner essen. Nee, was? Kann nicht stimmen, was ich da gelesen habe. Abschalten. So, ich brauche hier auch noch ein schönes Bild. Dann sitzt neben mir und denkt sich wahrscheinlich, was findet er daran schön? So, okay. Ach, ich finde es auch schön, wie der rennt. Ach, so stelle ich mir den Bob vor. So, ab in den Bob-Pritschenwagen. So, fahr zum Bob-Hotel. Ab geht die Post. Ich bin mal gespannt, wie schnell der Kahn hier wirklich geht. Kann da auch driften. Mir fehlt die Handbremse ein bisschen. Nupe, aber immerhin Hammer. Was passiert eigentlich, wenn wir Menschen überfahren? Nichts. Wie nicht? Ach, ich liebe solche Simulationen. Eine Realität kaum zu übertreffen. So, boah, 1,2 Kilometer weit müssen wir fahren. Ja, Mensch, hat da keine Leuchttafel irgendwo aus der Nacht beschafft. Zum Glück fahren wir einen LKW schnell. So sehen wir wenigstens ein bisschen was. Was mir auffällt, es werden immer mehr Bäume hier in den Bergen. Das ist interessant. Oh! Okay, der Sound klang echt nach einem Unfall. Krass. Eine Kratzer? Nee. Wow. Das ist groß. Schon wieder. Den habe ich ein bisschen an GTA, der Ausblick.
Leichtes untersteuern. ganz. ABS, was ist das? ESP, hä? Ist was? Ich fahre einfach geradeaus, wenn es eng wird. Schön. Was passiert, wenn wir ein anderes Auto rammt? Oha! Junge! Den haben wir mal ordentlich weggebumst. Aber, ja. Jetzt ist er weiß geworden. Jetzt ist er transparent, jetzt ist er weg. Okay. Das passiert also, wenn man ein Auto ein bisschen zu hart rannimmt. Okay. Ja, ist eigentlich eine, ja, eigentlich schade. Könnte ja ein bisschen mehr passieren. Und ich glaube, unserem Auto ist es auch egal. Auch rote Ampel. Ich komm Verkehr. Für was Ampel? Kreisverkehr? Mach mal nicht. Können wir das hier um? Was ist, wenn wir sowas hier? Das ist lustig. Die Autos lassen sich wegschieben, aber hier so. So ein Schildchen? Nö. So denn? Wir sind wichtig. Wir werden gebraucht. Wir leiten den Verkehr. So. Hier ist halt. Krass, das Hotel macht zu. Ich würde sagen, das andere... Oh, okay, es macht zu. Es ist in Ordnung. Wenn wir den Kran hier mit dem Kran spielen dürfen, darf er zumachen. Aber krass, ne? Das Hotel macht zu, ja? Das ja ganz ordentlich aussieht. Aber das Motel, ja, das ist gut besucht. Das kriegt jetzt eine richtig fette neue Leuchtreklame, weil gut besucht. War so scheiße. Na gut, wir dürfen mit Kran spielen. Richtig krassen Kran. Wow. Schade, dass so wenig Autos fahren. Das soll ja, wenn ich mir das so ein bisschen angucke, soll das ja Amerika darstellen, ne? Sieht ein bisschen alles so aus. Da haben wir die San Francisco Bridge, dann haben wir Chinatown und Downtown und Villenviertel, Industriegebiet, Hafen. Also wir haben eigentlich alles, was es so braucht für Amerika. Nur halt kleiner. Aber Autos? Hm. Da hinten ein paar Klötze, wo man echt nicht weiß, was es ist. Vor allem finde ich immer ganz schön, je näher das ist, ja, hier da so an der... Ihr könnt es nicht sehen, wo ich hinzeige, aber wenn man mal hier so hinguckt, hier hin, seht ihr das? Hier diese kleinen Autos? Das könnten ferngesteuerte Autos sein, die hier fahren, oder? Schau mal. Oder Ameisen. Für Ameisen sind sie ziemlich detailliert. Die Autos. Ein Stück Papier, wenn ich das zeichne. So, okay. Leuchtreklame. Ich bediene einen Kran. Das finde ich immer so schön an diesen ganzen Simulationen. Also man kann da Sachen tun, die man wahrscheinlich nie im Leben tun wird. So. Wie kriege ich jetzt das Ding runter? Also, ganz einfach. Mit Pfeil nach unten. Bip. Willst du ein Uhr kaufen? Ja, Joe hat ein Uhr gekauft. Das O ist nicht für seinen Namen, sondern für Hotel, aber es ist ein O. Welches ist ja erstmal egal. Könnte auch ein Autoreifen sein. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal leuchten kann. Aber gut. Muss er wissen. Joe ist Joe. Ich bin Bob. Ich sollte mir kein Urteil bilden. So, okay. Platzieren wir das O. Ein bisschen groß für den Reifen. Na gut. Ich soll es noch drehen, aber es geht auch gut. Schön. Kann ich auch noch andere Sachen mitnehmen? Merkt ja keiner. Huch. Ich hör mal, da ist ein Auto. Ich hab gerade so unglaublich dieses Riesenbedürfnis, ein Auto aufzunehmen.
Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich so... Der Kran ist ja groß genug. Eigentlich lustig, ne? Wenn man an so eine... an so einen Kran... so eine Kamera dranhängt, ja, dann kann man überall bei den Nachbarn reingucken. Nicht, dass ich das wollte. Nein. So. Was wiegt so ein Haken? Ein paar Tonnen? Okay, ups. Klopf, klopf! Essen ist da! Ich sehe mein Haken nicht mehr. Oh, das Spiel hat gemerkt, dass ich gerade hier Blödsinn mache. Ich speichere mal vor sich selber. Ganz automatisch. Ah, das Spiel ist so schlau. Komme ich nicht weit? Ach, Manu. Gerade wo so ein paar Leute da gelaufen sind. Sag doch, der Ort ist zu leer für New York. Komm schon. Komm schon. Ein Auto. Ja. Komm in der Großstadt. Hier leben weniger Menschen als auf dem Dorf. Da ist ein Mensch. Bin gespannt, was passiert. Hallo. Scheiße, es pendelt wie eine Uhr. Halt doch mal schnell. Jetzt. Die gehen ja einfach nur durch. Dann klopfe ich einfach mal an. Ah, wie so ein Jump'n'Run. Bam! Oh, das war knapp, mein Lieber. Bam! Das war auch knapp. Kennt ihr Takeshi Castle? Das hat was davon. So, okay. Menschen gehen einfach durch. Ja, man muss ja alles mal ausprobieren. Wie gesagt, Simulation. Dinge, die man im echten Leben nicht machen wird. Huch, sehe nichts mehr. Ah, schön. So. Jetzt plötzlich fahren da 10 Autos. Ich glaube, es hakt. Wussten wir nicht, wo. Ich kann das runterschmeißen, oder? Schnell, fang's! Nein! Oh. Ist schon lustig, ne? Kennt ihr die Lieblingsberufe von Kindern? Feuerwehrmann, Polizist, Taxifahrer. Nee, Taxifahrer nicht. Arzt vielleicht noch. Tierarzt. Baggerfahrer. Kranfahrer? Keiner will Kranfahrer sein. Keiner will Kranfahrer sein. Ich auch nicht, merke ich gerade. Es macht keinen Spaß. Also es macht schon Spaß, aber den ganzen Tag so, weiß nicht. Voll anstrengend. Willst du einen Tee kaufen? Unbedingt. Ich weiß nicht, was Joe mit dem Tee will, weil Joe, ja, ihr wisst, da ist kein Tee drin. Und Tee trinkt er sicherlich auch nicht. Joe kriegt kaputte Buchstaben. Boah, das ist aber auch echt wackelig, liebe Leute. Mensch! Oh. Also, versucht es mal, das ist echt schwer. So einen Zentnerhaken hier da zu kontrollieren. Mann, das wackelt! Oh!
Ja, das ist kaputt. Das war's. Egal. Ein E braucht Joe eigentlich auch nicht. Können wir das runterschmeißen? Yippie! Och Mann. Manu, die Dinge, die Spaß machen, darf man nie. Das ist doch das einzig Lustige als Kranfahrer, oder? Dinge vom Himmel fallen lassen. Ich glaube, ich würde das den ganzen Tag ausrühren. Entschuldigung, Chef. Bin nur versichert. So. Joe will auch ein L kaufen. Gut, wenn man es richtig biegt und so, dann kann man damit raus schon mal einen Gott machen, ne? So, liebe Leute, wir sind leider am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Würde so von das Like da lassen, nicht vergessen. Und weiter erzählen. Der verrückte Xaug ist wieder online. Hast du schon gesehen? Der bringt wieder neue Videos. So, bis dann.